Hallihallo und ein herzliches Willkommen heute hier zu Asterix and Friends wieder einmal, ja, dem Infostream auf meinem, ja, Kanal bei Gameworld. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jetzt gucken wir mal rein, was wir heute hier so machen können. So, wir holen uns natürlich mal den ersten Bonus für heute ab. Das Problem ist, wir kriegen das gar nicht mehr so richtig hier hin. Aber gut, das wird schon. Dann sammeln wir hier schon mal ein bisschen was ein, und zwar auf dem Fischmarkt. Und damit haben wir natürlich auch schon wieder eine neue Stufe erreicht. Ja. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. So, besitze Eisenerz. Wir haben immer noch das Problem, dass wir das Erz hier nicht so gut finden. Deswegen würde ich sagen, 1, 2, 3. Weil ich glaube, Eisenerz kriegen wir ja aus den Steinen heraus. Achso, wir können ja jetzt gar nicht. Wir haben ja hier gar nichts frei. Eisenerz haben wir jetzt aber einmal gekriegt. Oh Gott, Eisenerz. Okay. Wollen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr kriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kohle haben wir gekriegt, Kohle haben wir gekriegt. Besitze Eisenerz. So, auch das haben wir fertig. Das freut mich natürlich umso mehr. So, wir haben nicht genug Platz. Das ist natürlich dämlich. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, was wir hier rausschmeißen können. Weil ich will nicht alles so, sag ich mal, weggeben. Holzbretter, wartet mal. Bei der Holzbretter... Vielleicht können wir da, aber die bräuchten wir eigentlich auch. Das ist ja genauso blöd. Das ist ja genauso blöd. Wir gucken mal durch, was wir hier noch so erledigen könnten. Besitze Eisenbarren, besitze Stahlbarren. Na gut, da können wir mal reingucken. Ob wir da jetzt schon irgendwas davon erledigen können. Eisenbarren. Was brauchen wir denn alles? So. Wie viel brauchen wir eigentlich davon? Mal gucken. Ja, ihr Lieben, die Farmworkers. Guckt da ruhig mal rein, denn das ist schon ziemlich interessant, was da zurzeit abgeht. Heute kommt ja dann, oder heute ist ja schon die nächste Folge gekommen. Und da wird's, ja, sehr, sehr interessant auf alle Fälle. Und, ich würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet, mal ein Däumchen hoch macht. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. So Stahlbarren. Stahlbarren brauchen wir, okay. Ja, vielleicht sogar ein kleines Abo da lasst. Das wäre natürlich noch viel schöner. Ich freue mich einfach über alles, über jede Interaktion, die ihr mit uns macht. Und ja, das wäre ganz, ganz cool. So, okay, wir haben heute ein bisschen was freigeschaltet. Das sieht ziemlich gut aus. Wir jagen mal noch ein paar Wildschweine. Ich brauche aber unbedingt hier mehr Platz im Inventar. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen also mal ein bisschen was herstellen und ein bisschen was freiräumen, dass wir hier wirklich ein bisschen was machen können. So, und dann gucken wir natürlich auch, ab welcher Stufe wir wieder neue Häuser bauen können. Das ist, glaube ich, die nächste erst. So, wollen wir mal sehen. Wohnhäuser. Wohnhäuser. Ab Stufe 18. Genau, das wäre die nächste Stufe. Und hier haben wir ab Stufe 22. Okay, also ab Stufe 18. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten, dass wir hier ranklotzen und ein paar, ja, Punkte sammeln. Wir holen aber erstmal den Fisch raus, dann machen wir noch die Kiste auf. Dann haben wir für heute schon einiges wieder erreicht. Jawohl, sehr gut. Und wir müssen auch mal gucken, ob wir gerade angegriffen werden. Nee. So, gut, wunderschön. Wir holen uns natürlich auch mal ein paar Bäume noch. 1, 2, 3, 4, 5. So.
Ein, zwei, das können wir einmal noch wegmachen. Jawohl. Und hier holen wir uns einmal noch 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sehr gut. Dann haben wir ja schon wieder, 23% hier. Wir brauchen noch 163 bis zur nächsten Stufe. Ich würde sagen, ihr Lieben, wir haben jetzt ja produktionstechnisch nicht ganz so viel gerade zu tun. Geht ja nicht mehr. Ich würde sagen, wir füllen jetzt unsere Lager auf und ja, holen uns einfach erstmal ein paar Rohstoffe hier. Eins. So, und zwar, hier brauchen wir mal noch 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nahrung können wir wieder ein bisschen holen. Das ist aber natürlich nur einmal gewesen. Das ist ein bisschen doof. So, beim Holz holen wir uns noch 2 Stück. 1, 2. Und natürlich hier auch noch 1. So. Dann sieht das Ganze doch schon wieder ein bisschen freundlicher aus. Und wir sind soweit jetzt auch schon durch. Also, ihr Lieben, es ist wirklich so, dass wir, wartet mal. Ist doch was, wir verhauen den mal hier noch. Es ist wirklich so, dass die Farmworkers bei euch da draußen sehr gut ankommen. Und wenn ihr wollt, dann kann es sogar sein, dass wir ja Wochenende 2 Folgen jeweils am Tag für euch haben. Also seid einfach da, wie gesagt, mit dabei. Freut euch. Morgen kommt dann noch Hof Generation wieder. Und auch Erlengrad ist natürlich am Start. Was ich sagen muss, die Rubrik angespielt, weiß ich nicht, ob ich die wirklich noch schaffe jetzt, neben den ganzen anderen Projekten. Seid einfach bitte nicht böse, wenn wir da vielleicht die ein oder andere Folge mal nicht so regelmäßig machen können, wie es vielleicht gewünscht ist. Ne? Gut, alles in allem sind wir jetzt hier erstmal soweit durch. Dieses Terzen holen wir uns noch. Achso, wir müssen hier noch was kochen. Und zwar, was ist denn eigentlich Dekorationen? Da habe ich noch nie reingeguckt. Dekorationen. Aha. Ah, na, ne, gut, okay. Dann würde ich ja mal schnell noch was kochen, wenn wir können. Einfacher Speer. Kriegen wir den hergestellt? Nein, den kriegen wir doch hergestellt. So, okay. Dann würde ich sagen, ja, war's das für heute schon wieder, ihr Lieben. Und wir sehen uns das nächste Mal.